Was zum Flag? Das ist wie der Anfang von 2001. Willkommen auf der Astralebene, Schnarchlord. Du hast uns teleportiert? Oh nein, ihr seid immer noch ganz bequem bei mir. Ich habe nur euren Geist verschmolzen. Unseren was verschmolzen? Ich habe dem nicht zugestimmt, Ebenenspringerin. Und Ergebnisfragen ist nicht so ihr Ding. Es heißt immer nur ziemlich sicher dies und Schicksal der Galaxie das. Sei ja nicht angeschnappt, Götter Heini. Deine Goldhände stecken ganz tief in diesem Schlamassel. Was soll das denn heißen? Ich dachte, mit dem Typen heilen wir Drax. Heilmittel und Ursache können koalieren. Leute? Ist das Drax? Ich bin Groot. Wir sehen jetzt also in Drax' Kopf. Wortwörtlich. Der fiese Grüne ist da drin. Findet ihn und überredet ihn, in die Realität zurückzukehren. Mantis, sag mir bitte, dass wir in das helle Licht gehen sollen. Ziemlich sicher. Ihr müsst das Herz von Drax' Versprechen erreichen. Viel tiefer, als ich je gewesen bin. Wenn du es nie gesehen hast, heißt das dann, dass es nie passiert? Hoffentlich nicht. Geht einfach weiter. Und falls wir den Kontakt verlieren, hört auf Amy Windsor. Sie meint dich. Offensichtlich. Wow. Das ist Drax' Versprechen? Meins war lange nicht so deprimierend. Das ist nur die Türschwelle. Der arme Kerl sitzt hier fest und erlebt erneut den Verlust seiner Familie. Furcht und Schmerz eures Freundes haben ihn als Beute prädestiniert. Da ist der große Tölpel. Das war das leicht. Ist nur ein Echo, kleiner Struppi. Ich bin nicht der Einzige, der das hört, oder? Thanos. Der hat's aber eilig. Hinterher, Statue! Diesen Teil kenne ich nicht, Drax! Bitte lass da unten was Weiches an! Drax? Nicht Drax. Thanos. Ich wette, ein Familientreffen hast du nicht erwartet, was, Gamora? Ich werde das hier genießen. Hoffentlich ist der Rest von euch genauso bereit wie ich. Erinnert mich daran, sie nicht zu ärgern. Irgendwelche letzten Worte? Hat Drax diesen Typen wirklich erledigt? Offensichtlich nicht. Doch nicht so hart, was? Irgendwas stimmt nicht. Ihr verkennt die Regeln dieses Reichs. Was zur... Okay, das ist neu. Es ist doch neu, oder? Ich würde mich erinnern, wenn es zwei von ihm gäbe. Doppelt so hässlich, doppelte Zielübung. Ja. Eine vorbestimmte Niederlage. Bartasch blubbert wieder Unsinn. Mantis hat gesagt, es gibt einen Weg nach vorn. Sieh dich um, wir sind in einem verflagten Kreis. Ich bin bereit, ich brauche nur eine Lücke. Ah. Ich kann nicht! Peter? Wow! Hey, was passiert hier? Was ist es? Deshalb konnte ich nicht sehen! Oh. Hey, wir sind nicht tot! Mantis, ich glaube, wir haben was gemacht. Aber ich sehe Drax nicht. Mantis? Eure Wahrsagerin wirkt hier nicht. Wir sind Unbefugte auf beflecktem Gebiet. Das bedeutet wohl, dass wir richtig sind. Halt! Seht! Ich wette, ich wäre als erstes in der Mitte. Nicht so schnell, Kleines. Drax, warte! Da ist er wieder! Drax, Kumpel, warte! Verdammt! Ich kann dich hören! Gebaut von eurem Gegner. Hast du eine bessere Idee? Bin ganz Ohr. Oh, falls wir ihn jemals kriegen, was dann? Ich arbeite daran. Links, Kleines. Was? Du kannst mich sehen? Worte wehen ihn nicht
Für jemanden, der keine Hilfe ist, hast du ziemlich viele Meinungen, wie das hier funktioniert. Ihr habt mich forciert, dieser falschen Fantasie. Da! Seht doch! Hey, wie konntest du mich besiegen? Naja, ich bin dein Vater. Du hast wieder im Garten deiner Mutter gespielt. Ich habe gejagt. Was denn, Dreck? Nein, ich bin etwas nachgehetzt. Aber es war zu schnell. Nur Narren hetzen hinterher. Eine Jägerin wartet. Wählt ihren Moment. Drax! Papa? Geht's dir gut? Drax, Camaria, Zeit nach Hause zu kommen. Was zum Flak ist das denn? Ja, meine Kleine. Deine Mutter wartet. Sorus, gib deinen Sklaven frei! Ich schätze, wir sind nicht mehr im Kansas. Was sind das für welche? Schatten! Unterlauft ihren Ursprung, während ich unseren Weg... Sie kommen aus den Nestern da! War ich seit dem Galaktischen Krieg nicht mehr. Pass bloß auf sie auf, Quill. Sie hat auf beiden Seiten gekämpft. Ich hingegen muss keine Partei ergreifen, um jemanden niederzumähen. Ich stehe einfach drauf, wenn diese Drecksäcke hochgehen. Nur damit das klar ist, Wächter graben ihre Gräber nicht selbst. Was? Warum redest du jetzt von Gräbern? Oder vom Graben? Ihr hört mir nicht zu. Diese Loser sind diejenigen, die Gräber graben werden. Denn wir werden sie begraben. Wer ist dabei? Das war einzigartig. Sei vorsichtig! Hau sie weg, Rocky! Ich kann die Barriere nicht brechen, solange nicht die Puste fließt. Die Gasfinger kommen aus diesen Nestern. Lass sie weg, okay, Quill? Ich denke, wir haben gesehen, was uns von Drax fernhält. Ihr blicktet nur die Brut. Dieses schwarze Zeug. Sowas war auch in meinem Versprechen. Da kommt noch mehr. Ist das... Drax Frau? Ich glaube schon. Over. Dann muss das Drax... Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Nur Narren hetzen. Komm, Liebster. Lass uns hineingehen. Drax, Kumpel! Deine Worte sind Federn im Wind. Hey, ganz ruhig. Ich erledige das. Komm schon, Großer. Ich weiß, dass du mich hörst. Warum verfolgt ihr mich? Wir verlieren ihn wieder. Hey, Kumpel, ich bin's. Stormlord, weißt du noch? Wir sind alle hier. Du bist stärker als das, Drax. Komm schon, Riesenbaby. Lass mich nicht mit Quill allein. Ich bin gut. Drax, Essen ist fertig. Das ist nicht Howard. Du musst sie gehen lassen. Du weißt nicht, was du da verlangst. Verdammt!
zerstört. Noch am letzten Mal. Sputet euch. Der Schlund will sich schließen. Ich kann es nicht verhindern. Drax hat es wirklich hübsch hier. Ja klar, wenn dich die gruseligen Richtungen nicht stören. Ich kann die Barriere nicht brechen, solange mich diese Toner bedecken. Ich arbeite daran. Wenigstens macht es Spaß, diese Dinger zu sprengen. Das ist Krachen Rocket. Habt ihr gesehen? Wir dringen langsam zu Drax durch. Ich hab so gesehen, dass wir wieder abgegriffen sind. Okay, so müsste es gehen. Oder nicht? Endlose Entropie. Terminiere dieses Theater. Nicht gut. Wir verflacken nichts, da sind wir. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich sehe zumindest kein neues Versprechen. Wir sind in einem ewigen Echo, im nackten Nichts. Du bist keine Hilfe, Landstreicher-Hexer. Okay, wir verteilen uns und suchen einen Weg hier raus. Oder voran. Oder irgendwohin. Ich verliere eine Wette, wenn ich in einer dunklen Grube sterbe. Es war allein in einer dunklen Grube. Und du musst nicht bezahlen, wenn wir beide sterben. Na, wenn das mal nichts ist. Feige Fäulnis! Drax! Komm schon, Kumpel! Ich weiß, dass du mich hörst! Flak, das ist nicht lustig! Ich weiß, du bist gerade an einem dunklen Ort. Wortwörtlich. Aber wir werden nicht aufgeben. Zeig uns nur die richtige Richtung. Da, seht doch! Unfassbar, dass das funktioniert hat. Gehen wir. Ein Teil von ihm ist immer noch bei uns, ganz sicher. Ich hoffe, du hast eine Hammeransprache vorbereitet, Peter. Dann sind wir schon zu zweit. Warum tut ihr das? Lasst mich einfach in Frieden. Bitte vertrau uns, Drax. Wir wollen dir nur helfen. Ihr zerstört mein Zuhause. Dein glückseliges Verkennen ist ein unglückseliges Streben. Lass gut sein, Shakespeare. Wir regeln das schon. Komm schon. Willst du hier versauern in diesem dunklen Loch? Für meine Familie ertrage ich selbst die Tiefen von Sarduth. Drax, Liebling. Komm, wir wollen essen. Hey, ich verstehe dich. Sie sind was ganz Besonderes. Nichts auf der Welt ist mir wichtiger. Meine Hofart war die mutigste Gefährtin, die ich je kannte. Sie gab mir Frieden, selbst in Zeiten des Krieges. Und meine Camaria, mein herzensgutes Mädchen, sie vereinte von uns das Beste. Trotz ihrer zarten Erscheinung, sie waren... Sie waren... Peter Quill, wenn meine Familie tot ist, was sitzt dann da vor mir? Keine Ahnung. Eine Illusion. Nichts Gutes. Ein Schämen, so scheint es. Von Schwermut gesäugt. Ohne sie bleibt mir nichts mehr. Ich will nicht wieder allein sein. Du bist nicht allein, Mann. Wir sind für dich da. Wir haben alle jemanden verloren, Drax. Aber es lässt sich ertragen, wenn man sich umgibt mit den richtigen Leuten. Ja.
Ich bin Groot. Das war jetzt ein bisschen rührselig von Groot, aber ich schließe mich dem mal an. Wir sind ein Team. Papa? Geht es dir gut? Komm mit uns, Drax. Sie ist nicht echt. Hast du Schmerzen, Papa? Sprich mit uns, Liebling. Ich halte, was wir hatten, in Ehren. Und gräme mich nicht ob des Verlorenen. Liebe und ich verehre euch beide. Jetzt und für immer. Wie geht's, Großer? Alles okay? Ich bin wieder bei Sinn. Dank euch allen. Aber ich schulde euch Wiedergutmachung für meine Torheit. Hey, du schuldest uns gar nichts. Wir sind alle nicht perfekt. Unser Markenzeichen. Wie viel weißt du noch? Dunkelheit wuchs mit jeder Lüge, die ich schluckte. Mit jedem Tag bei meiner Familie wurde mir klarer, nie wieder wegzukommen. Peter Quill... Dein Kind ist in Gefahr. Wenn sie nur halb so leidet wie ich, könnte die Dunkelheit sie verschlingen. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen gut überlegt handeln. Wir müssen an all den Konvertierten vorbei. Und an diesem schwarzen Glibberzeug auch. Erzählt mir mal einer, wieso unsere Blondmatte das einfach aufsaugen konnte? Ich wüsste lieber, warum es so aussah wie er. Weil ich das Zeug bin. Los geht's! Hey, Goldmuskel! Kommst du mal zurück und erklärst die ganze Sache? Die Zeit ist knapp und euer Verständnis verzichtbar. Darf ich ihn erschießen? Komm schon, lass mich ihn erschießen! Hey, wir sitzen im selben Boot und Experten sagen, das wird ein harter Kampf. Stelle dir ambivalente Allmacht vor. In Dunkelheit dahinter. Apropos Dunkelheit. Das war meine astrale Abgeschiedenheit. Macht ohne Sinn, bis zur Entdeckung durch Raker. Seine Crew braucht eine Kur. Sie war geplagt von Pocken, die ich wundersamerweise lindern konnte. Ein Schiff voller Kranker stößt zufällig auf jemanden mit endlosen Heilfähigkeiten? Wir waren Bedarf und Begleitung, Symptom und Schutz. Sie verehrten das Wunder meines Wirkens und gewährten mir Gottstatus. Ich glaube, wir wissen, worauf das hinausläuft. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Psst, jetzt kommt der gruselige Teil. Mit der Verehrung der Gefolgschaft formte sich in mir finstere Freude. Und in den Schatten sprach sie: Weiche Welpen, perverse Predigt, dumme Duckmäuser, fertig zum Festschmaus. Hybris schuf Hunger,
Ein geschwüriges Gelüst namens Magus. Was wollte es? Vollständige Hingabe. Ich habe diese Stimme auch gehört und dann nichts anderes. Schmeichelei und Selbstgeißelung. In den Schlund mit Trauer und Bestürzung. Ich hab doch gesagt, jetzt kommt der gruselige Teil. Es war fahle Fäulnis aus dem Samen meiner Stärke. Mein Seelenstein beschädigt. Also riss ich ihn heraus. Ihn rausreißen? Wie? Ein mechanisches Mirakel von Raker trennte den Stein aus meinem Schädel und beseitigte das Böse darin. Übersetzung, du hast zugelassen, dass Raker deine Kräfte stiehlt. Was immer seine Launen lenkte, an jenem Tag war er mein Freund. Er schwor, Gutes von Sünde zu scheiden, dass meine Heilung ohne Unheil herangezogen werden könne. Klar, aber wer zieht sie heran? Klingt, als wärst du unvorsichtig gewesen. Von Verzweiflung verwirrt. Mein Geist ging in den des Magus ein. Hat's wenigstens funktioniert? Auf wilde Weise. Es spaltete meine Seele und wir kamen in den Kosmos. Also, nein. Für mich gab es nur Dunkelheit. Ich erwachte als Hälfte, sicher, der Stein sei zerschmettert. Wie Magus erneut verschmolz, weiß ich nicht. Ich glaube, darauf habe ich die Antwort. Nachdem ich mein Versprechen abgelehnt hatte, wurde ich in das von Nikki gezogen. Corell war dort. Sie hat versucht, mir etwas zu zeigen. Peter, du kannst auf nichts vertrauen, was du da drin gesehen hast. Das war anders und es hat sich anders angefühlt. Sie brachte mich zur Quarantänezone zurück und ich habe dieses Magus-Ding gesehen. Es hat sich mit Nikki verbunden und ich... Ich habe gesehen, wie es Corell getötet hat. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Wie konnte sie dir das zeigen, wenn sie tot ist? Völlig vorstellbar. Ihre Seele könnte von dem Stein umschlungen sein, gekettet an das Kind. Genau das hat Corell gesagt. Die drei sind irgendwie verbunden. Sie hat gesagt, Nikki müsse ihren Tod akzeptieren. Der Magus schluckt ihren Schmerz. Er gebietet ihrem Geist und stärkt sich mit ihrer Schar. Und ich vermute, er kriegt nie genug. Sein Appetit ist unersättlich. Ohne Eingreifen wird er alles aufsaugen. Wir brauchen einen verdammt guten Plan. Dann lass dir schnell einen einfallen. Ich sehe nämlich schon Tageslicht. Das Band zwischen Magus und Matriarchin muss gebrochen werden. Er stillt seine Sucht durch sie. Okay. Nikki ist also die Obervampirin? Wenn wir sie heilen, werden die anderen befreit? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Also Schritt 1, Nikki finden. Schritt 2, sie überzeugen, dass ihre Mom nicht von den Toten zurückkehrt. Schritt 3, ihr diesen Stein abnehmen und mit diesem Magus-Ding den Boden aufwischen. Ich sehe schrankenlose Selbstsicherheit. Ja, er hier ist Mr. Positiv. Manchmal wird einem richtig schlecht davon. Der Stein ist sowohl Band wie Brücke für Magus. Und ein junger Geist leistet kaum Gegenwehr. Ist Magus eins mit ihr, kann die Loslösung sie das Leben kosten. Dazu lassen wir es nicht kommen. Ich will mich ja nicht Deprigoldi anschließen, aber...